A Bottle With, der Podcast zum Thema Wein, Menschen und deren Geschichten. Mit Björn Bittner, aka BJA Le Bouquet. Tag aus dem Eiskeller in Düsseldorf. Bottle With, die neue Runde. Es war eine kurze Pause drin, tatsächlich auch wie dieses Jahr alles Corona-bedingt. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute und auch knapp vor Weihnachten, um Weihnachten herum wieder zu starten und mit einer sehr natürlich charmanten, möchte ich sie nennen, Gesprächspartnerin. Dazu gleich mehr. Ja, es war jetzt ein bisschen Stille. Der letzte Podcast war mit Jan Hofer in Hamburg aufgenommen. Das war auch noch vor Lockdown 2.0. Und deswegen heute wieder on track. Es wird so ein kleiner Mix aus Wein trinken, aus etwas zu der jungen, charmanten Dame hier rechts außen und ein bisschen Jahresrückblick auch, denn das Jahr war ja doch ja, schon sehr, sehr strange und bewegt. Bewegend überhaupt. Bewegend, ja. Ja. Und deswegen wird es halt so ein kleiner Mix aus verschiedenen Sachen. Ich glaube, es wird ganz lustig. Wir haben was Leckeres im Glas, auch dazu gleich mehr. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Dorina. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Und vielen Dank auch, dass du in Eiskeller gekommen bist. Ja, in diesen, schwierigen Zeiten, ja, finde ich das großartig, dass man überhaupt noch mal hier Gäste hat. Haben darf, vor allem. Ja, haben darf. Ja, das ist schon schwierig. Schwierige Zeiten, aber auch schöne Zeiten. Also es ist nicht alles schlimm in diesen Zeiten. Es gibt auch vieles Positives, was ich so dieses Jahr mitgenommen habe. Okay. Deswegen ein schwieriges Jahr, aber auch ein lehrreiches, schönes Jahr. Okay, spannend. Also, ja. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Ja, danke. Wir hatten gerade erstmal schon schön 3 Minuten, 18 Minuten, 40 Minuten gefühlt Probleme mit der Technik. Wir hoffen jetzt, wir bewegen jetzt hier außer den Gläsern und den Mikros gar nichts, dass das hier alles steht. Und wir sitzen hier im Eiskeller. Ich glaube, die Düsseldorfer brauche ich da jetzt nicht groß mitzunehmen, wer der Eiskeller ist, was der Eiskeller ist. Wir sitzen hier in der Altstadt, schräg gegenüber vom Füchschen. Und der Eiskeller, so seit wann seid ihr hier? Seit 2015, seit 5 Jahren. So, und 2016, also relativ früh, haben wir uns kennengelernt auch. Ja. Und seitdem bin ich, es gab Zeiten, da bin ich noch nicht so viel gereist beruflich, also weinbedingt. Da war ich dann auch dann 4, 5, 6 Mal die Woche hier. Soll vorgekommen sein. Stimmt. Ja, und man munkelt. Man hat da auch sozusagen immer seine Favoriten auf der Weinkarte. Vielleicht dazu noch gleich noch ein bisschen was zu eurer Weinkarte, Dorina. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Wer du bist, hast du schon gesagt, aber wo kommst du her? Was machst du hier? Was ist euer Thema mit dem Eiskeller? Was wollt ihr hier? Wir haben, wo komme ich her? Also ich habe ganz klassisch die Ausbildung gemacht, natürlich im Gastgewerbe, also ganz klassische Ausbildung. Habe dann auf dem Weingut Tesch gearbeitet, 2 Jahre. Liebe Grüße, Martin. Und was mir unglaublich Spaß gemacht hat. Und bin dann familiärbedingt wieder nach Düsseldorf gezogen, sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch bei Tesch, weil das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, da zu arbeiten. Und haben dann mit meinem Geschäftspartner Klaus Wehlen, haben wir dann den Eiskeller geöffnet. Es war eine Schnapsidee und im reinsten Sinne des Wortes, also nicht mit Schnaps, sondern mit Wein. Ja, wir saßen irgendwann mal vor dem Kit. Also es war klar, es wird gesoffen. Ganz cool, ja. Ja, das war tatsächlich so. Wir saßen vor dem Kit mit einer Flasche Wein und philosophierten wieder mal darüber, dass man in Düsseldorf nicht einfach eine Flasche Wein irgendwo trinken kann. Okay. Ja, es gab zu dem Zeitpunkt, als wir uns angefangen haben, Gedanken zu machen über eine Weinbar in Düsseldorf, war das wirklich eine Schnapsidee, weil wir saßen da, wir kennen uns schon lange, wir sind sehr, sehr gut befreundet und wie gesagt, also wir hatten keinen Bock, immer zu Hause zu sitzen. Und ich kam dann irgendwie aus Bingen, ich glaube 2013 war das und es war ein wunderschöner Sommerabend und Klaus sagte so, ja gut, und wo gehen wir hin oder was sollen wir machen irgendwie? Und dann habe ich gesagt, ja gut, weißt du was, bring bitte eine Flasche Wein mit, wir setzen uns dann rein, wenn wir nichts haben, wo wir hingehen können. Mhm. Und so entstand eben diese Idee einer Weinbar.
aus einer Flasche Wein vor dem Kitt am Rhein. Tolle Geschichte. Großartig. Wie war das Wetter? War gut. Es war eine wunderschöne laue Sommernacht. Ja, laue es war ein war ein Samstagabend, es war eine laue Sommernacht und so entstand die Idee Eiskeller. Und es dauerte natürlich dann noch ziemlich lange, oder besser gesagt, es war eben diese Schnapsidee und eigentlich gar nicht so geplant. Und ein glücklicher Zufall ermöglichte uns eben, den Eiskeller dann zu pachten. Das Ding habt ihr ja nicht so benannt, weil ihr die Idee hattet, Eiskeller. Das hat ja schon auch eine Historie hier. Es hat alles, also dieses ganze Haus hat eine Historie, der Eiskeller natürlich hat eine Historie. Es gab hier drunter, war der frühere Eiskeller der Stadt Düsseldorf. Ja, und es war... Also Eis, wirklich Eis. Ja, damals, war der Eis noch der Rhein noch zugefroren und diese Eisblöcke wurden dann rausgeschlagen und hier in den Eiskeller gebracht und eben die Nähe zum Rhein, deswegen der Eiskeller da. Ah. Okay. Das Eis wurde benötigt für die Brauereien. Die hier um die Ecke alle sitzen. Hier um die Ecke alle sitzen. Die haben das zum Brauen benötigt. Also wurde hier das Eis gelagert. Okay. Ja, also das heißt hat tatsächlich ja auch am Eiskellerberg ist, glaube ich, die Straße. Ja, das Haus ist auch das einzige Haus, also diese Adresse Eiskellerberg ist nur dieses eine Haus. Okay. Eine Haus hat auch einen Wikipedia-Eintrag, weil es heißt der Hungerturm. Oh. Ja, es ist die Nähe der Kunstakademie hat es eben zu diesem Namen gebracht, weil hier nur Künstler gewohnt haben und Studenten, Studenten der Kunstakademie, Künstler gewohnt haben. Es waren Ateliers in diesem Haus, ganz, ganz lange Zeit. Es wohnen auch hier noch, auch heute ist es so, dass bis auf einen Nachbarn und mich alle in diesem Haus Künstler sind. Ja, du bist ja auch so ein bisschen Künstler, ne? Ich bin natürlich Künstler. Natürlich bin ich Künstler, ganz klar. Auf deine Art und Weise. Natürlich. Also ich meine, ich habe ja auch 15 Jahre im Malkasten gearbeitet, da wird man automatisch irgendwie zum Künstler. Überlebenskünstler auch. Genau, Jetzt sitzen wir hier, man muss sich das so vorstellen, wer noch nicht hier war, wir haben hier, also wir sind nicht im Keller, wir sind ebenerdig, wir haben... Ja, es sieht aus wie ein altes Gemäuer, ist mal ganz doof gesagt. Also, es ist ein altes Gemäuer. Ja. Es ist ja 1870 ist das Haus erbaut worden. Okay. Und das, wo wir hier sitzen, ist zwar nicht unterirdisch, das ist aber auch historisch bedingt. Okay. Wegen dem Hochwasser, was früher, also der Rhein ist viel, viel öfter über die Ufer getreten früher. Ja. Und wegen dem Hochwasser sind alle alten Häuser in der Altstadt nicht unterkellert. Also das, wo wir jetzt hier sitzen, ist tatsächlich der Keller des Hauses. Okay. Und weiter unten gibt es nichts. Cool, okay. Und ihr habt das, also es ist auch nicht sehr groß, muss man sagen. Ihr habt vorne eine Theke im Eingangsbereich. Da kann man sich, wenn nicht Corona ist und man darf, sich hinstellen und dort einfach ein Glas trinken. Das ist auch in der Regel ziemlich voll, dass da wirklich auch schwer durchzukommen ist. Ja. Dann habt ihr hier, wir sitzen hier gerade im Mittelraum, sag ich mal, an einem Hochtisch in der Ecke. Gegenüber sind nochmal 3-4 Sitze. Plätze auch am hohen Tresen, Anführungsstrichen, und dann hinten durch ist dann der große Saal für, wie viel, 14? 20. 20, oh, sorry. Also wenn es voll belegt ist, sogar 22. Oh, siehst du, okay. Und es ist halt alles sehr, sehr urig, sehr, sehr gemütlich, gedämpftes Licht, alles hier irgendwie, alles Echtholz und macht Spaß. Und ist einfach von der Atmosphäre her auch so, dass man sich da hinsetzt und wirklich auch dann, sich auch gerne hinsetzt und lange hinsetzt und entsprechend auch dann hier die Zeit vertreibt und gerne vertreibt. Ja, vielen Dank. Dazu muss man sagen, Eiskeller, ich bin ja ein kleiner Glasfetischist. Heißt, ich lege Wert darauf, wenn man einen ordentlichen Wein trinkt, dass man auch ein ordentliches Glas hat und dann nicht irgendwelche Humpen hat. Prost nochmal, ne? Also in dem Fall jetzt hier Prost Burgunderglas. Und hier gibt es halt ganz, ganz tolle Gläser, sowohl für den, ich sag jetzt mal, denjenigen, der nur ein Glas Sauvignon Blanc trinken möchte oder ein Glas Weißburgunder oder ein Glas Riesling. Die kriegen schon ein gutes Glas. Und wenn du dann tatsächlich sagst, wir trinken jetzt was aus dem Burgund, was also ab einem, nicht mal einem gewissen Preis, kommt natürlich auf den Wein an. Nee, das ist keine Preisfrage. Genau. Also es ist keine Preisfrage, welche Gläser wir rausgeben. Das ist tatsächlich eine Frage der, wie viel Luft braucht ein Wein, was ist, also wir versuchen alle Weine in das bestmöglichste Licht zu rücken. Ja. Deswegen haben wir für
für alle Weine. Also unser Standardglas ist ein Gabrielglas. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil das jetzt wirklich jahrelang zum besten Verkostungsglas immer gewählt wird. Also von einem unabhängigen Jury wird das zum besten Verkostungsglas gewählt. Und deswegen haben wir das Gabrielglas, das Gabriel Universal haben wir für alle Weine, also für Weiß, Rot, für alle Weine. Und dann haben wir von Zalto noch die komplette Serie bis auf Schaumwein ich würde nicht sagen besonderen Weine, aber Weine, die eben ein anderes Glas brauchen. Genau. Ein größeres Glas. Die einfach was anders benötigen, ja. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir jetzt hier das Zalto Burgund vor uns. Genau. Mit sowas, ja, ich sag mal, lachsfarbenem. Ja, schon eher Cognac-farbenem fast, ja. Geht so über. Was haben wir denn hier? Ja, das ist einer meiner, also ein Wein, der mich sehr beeindruckt hat. Okay. Deswegen habe ich den auch gewählt. Es ist das erste Mal, als ich diesen Wein trank, war 2013. Und da war ich noch nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Kann man sich ja gar nicht vorstellen bei dir. Ach so, an der Stelle, falls zwischendurch mal von links oder von, also einer von uns beiden irgendwie den anderen, ganz nett angeht. Das kommt vor, das ist gang und gäbe hier bei uns. Also, das stimmt nicht. Also ich reagiere immer. Nur. Ja, das hat sie eben auch das schon ist, vorher das gesagt. Das würde ich nie Nein, sagen. Nein, natürlich nicht. Du bist total die Liebe und immer gut gelaunt, genauso wie ich auch. Ja. Und, ich habe auch. Also falls das passiert ist, ist nicht gespielt, das ist einfach so, ja. Sie hat mir halt auch schon oft Wein eingeschenkt, der halt auch echt kaputt war. Oh, das stimmt doch überhaupt nicht. Du verstehst die nur nicht. Ja, klar. Und, also ich kann nichts dafür, wenn du die Weine nicht verstehst, ja? Also ich könnte noch zwei, drei Namen sagen, die würden dann auch sagen, die verstehen die Weine alle nicht. Dann. Nee, die verstehen die Weine tatsächlich alle nicht. Alle das tut nicht. Mir leid, aber das ist, ne? Also ich kenne auch zwei, drei Namen, über die ich mich heute ja sehr gerne lustig mache, weil sie am Anfang, als ich ihnen den Kappes da eingeschenkt habe, immer gesagt haben, bäh. Und heute so, oh, hast du noch was davon? Einen kenne ich, glaube ich, davon ganz gut. Ja, einen kennst du davon sehr, sehr gut, ja. Liebe Grüße, Robert. wir haben gestern übrigens, haben wir immer noch über dich gesprochen, wir haben gestern Abend eine blaue Libelle getrunken. Ja. Die haben wir mit Robert vor 2 Jahren, glaube ich, mal draußen auf der Terrasse getrunken. Und das war wieder gestern einfach nur groß. 15er oder 17er? 15. Weißt du, 15, ja. Einfach nur groß. Also, ja. Sehr gut. Das Zeug läuft durch, da wird dir Angst und Bange, ehrlich. Mhm. Also Blaue Libelle ist ein Sauvignon aus der Steiermark, direkt. Vom Weingut Zschäppe. Sehr, sehr schönes Etikett für die Etikettentrinker. Ja, genau. Nein, niemand hat Etikett kaufen. Für die Etikettentrinker vielleicht nicht unbedingt der richtige Wein, weiß ich nicht. Also ich möchte das nicht pauschalisieren, aber ja. das ist ein Naturwein. Ja, sehr gut. So, aber ich wollte gar nicht ablenken. Ich wollte nicht unterbrechen. Wir waren bei diesem Wein, also wie gesagt, 2013 das erste Mal getrunken, 2007er Jahrgang damals getrunken, blind eingeschenkt und ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen, weil ich das gar nicht null einordnen konnte. Ja. Die Farbe war ähnlich wie heute, also bei diesem Wein, den wir jetzt trinken. Und ich konnte null damit anfangen. Es war für mich total skurril, weil ich hatte alles, was ich vorher getrunken hatte, das entsprach dem nicht. Es entsprach keiner Rebsorte, es entsprach aber auch keiner Region, es entsprach einfach gar nichts. Ja, wir hatten, also ich konnte damit wirklich, also null, ich konnte nichts dazu sagen zu diesem Wein. Okay. Also ich konnte noch nicht mal sagen, okay, ja, es ist Wein. Ich konnte noch nicht mal sagen, es ist Weiß, Rot oder Rosé, gar nichts. Okay. Und ich wurde dann aufgeklärt davon, von meinem Geschäftspartner heute, von Klaus Wehlen, der brachte mir diesen Wein. Es ist ein Orange-Wein. Für die, die es nicht unbedingt, also die mit dem Begriff nichts anfangen können. Liegt nicht nur an der Farbe, ne, habe ich gehört. Es liegt nicht nur an der Farbe, nein, es liegt an der Machart. Also es ist ein Weißwein nach Rotweinverfahren gemacht, um es mal sehr einfach auszudrücken. Das, genau. Das ist das Weingut Kos auf Sizilien. COS geschrieben, ganz genau. Genau, COS geschrieben. Der Wein heißt Pitros Bianco und die Rebsorte ist Grecanico, also sehr
sehr bekannt oder sehr populär auf Sizilien, ja. Eins der, ne, der Hauptrebsorten da. Ist die Besonderheit, wie gesagt, ist, der ist Maische vergoren, ist auf der Maische vergoren in Amphoren. Und zwar in Amphoren, die unterirdisch sind. Ich war 2016, war ich auf dem Weingut, sehr, sehr beeindruckend. Also wenn man da, wenn man mal wieder reisen darf und mal da ist, sollte man sich das Weingut anschauen. Die haben auch ein paar Gästezimmer da. Mhm. Und es ist wunderschön, weil die haben die Weinberge sind an, am Meer. Ja. Und deswegen hat dieser Wein so eine unfassbare Salzigkeit, finde ich. Ja, also stimmt, ich mag ja diesen Wein so gerne. Sehr mediterran, es, ja, es schmeckt wie ein Tag am Meer. Also ich finde, das ist so, wenn man sich die Lippen ableckt nach so einem Tag am Meer, ja, und die total salzig sind, genauso schmeckt dieser Wein. Also das ist großartig. Ja, schmeckt schon wieder. Also ich muss sagen, ich hatte gestern Abend ein relativ ausführliches Digital-Tasting und ich hätte nicht gedacht, dass ich heute schon wieder, oder zumindest jetzt um 16 Uhr in der Lage bin, da groß jetzt was zustande zu bringen in Sachen Alkohol oder in Sachen Wein trinken. Aber man muss sagen, meine Mutter hat immer gesagt, sobald draußen die Lampen wieder angehen, kann man auch wieder starten. Und das ist tatsächlich wirklich wahr, also zumindest für meinen Teil. Und es schmeckt schon wieder, ja. Jetzt habe ich gerade das Glas leer, warte mal. Das ist ja auch kein Zustand auf Dauer. Nee, das stimmt. Das geht aber auch so gut, ne? Also der hat einen unglaublichen Trinkfluss, oder? Hat er. Sag mal, eure Weinkarte, ja, die ist ja jetzt, es gibt ja Weinbars, Weinbistros, wie auch immer man das nennen will. Also erstmal, bei euch gibt es nichts zu essen. Also nur so Kleinigkeiten. Häppchen, nur, also nicht mal Häppchen, sondern Oliven, Käse, Schinken. Genau, Rot, also wir haben von sehr, sehr kleinen Produktionen die Sachen, die wir haben, aber wirklich sehr, sehr wenig. Also wir haben drei verschiedene Käsesorten, ein bisschen Schinken und ein bisschen Salami und ein paar Oliven. Tomaten habt ihr auch. Tomaten haben wir auch, ja. Die Tomaten sind eigentlich nur Beigabe dann zu irgendeinem unser Gerichte. Nein, aber wir haben kleine Produktion. Das wäre mir auch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Vielen Dank an all unsere kleinen Produzenten. Wir haben den Comté, importieren wir direkt aus dem Jura von einer Dame, die wir auf einer Weinreise kennengelernt haben oder den Käseladen kennengelernt haben. Der ist wirklich, also der ist keine 3 Quadratmeter groß, dieser ganze Laden, ja. Das ist großartig, ja, die ist unglaublich klein. Und dann haben wir einen sehr, sehr guten Schinken vom Preetshof in Südtirol. Das ist in Sterzing. Also wenn irgendeiner mal irgendwie auch in Südtirol ist, bitte, ihr verlasst den Brenner, ihr kommt nach Sterzing rein, fahrt einfach den Berg hoch und bitte geht da essen. Das wird auf jeden Fall wird das ein Erlebnis werden, weil dieses Gast, also die haben ein Gasthaus da. Mhm. So, also das machen sie auch. Preetshof. Okay. Mhm. Und die züchten ihre eigenen Schweine. Oh. Und das ist, also man kommt, bevor man zum Gasthof kommt, man weiß gar nicht, ob man richtig ist. Das erste Mal, als ich da war, wusste ich gar nicht, ob das der richtige Weg ist, ob ich da richtig bin. Ja. Weil du bist dann irgendwo auf einem Berg oben, ja, und du kommst erstmal an den ganzen Schweineställen vorbei, bevor du zum Gasthaus kommst. Ja. Deswegen ist das so, okay, gehe ich jetzt zu irgendeinem Menschen ins Haus, ganz privat, oder bin ich, ne, es ist nichts ausgeschildert. Cool. Ihr müsst euch da echt durchfragen, aber es lohnt sich. Hört sich gut an. Ich musste gerade, ich hab gerade geguckt, ob die Technik noch arbeitet. Sie arbeitet noch, hört sich ganz gut an, sieht auch ganz gut aus. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Wenn du... So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Es gibt ja viele Weinbars, Weinbistros, wie auch immer, die sehr, sehr große, umfangreiche Karten haben. Heißt, hunderte von Seiten teilweise. Also nicht hunderte, aber hunderte Positionen. Ihr geht ja einen anderen Weg. Ihr habt eine sehr, sehr schön gebundene Karte in so einem roten Lederumschlag. Ja. Und hochkant. Und da steht nicht so viel drin. Also das ist genau richtig, es reicht. Also und wir haben 300 Positionen auf der Karte. Also ist jetzt echt doch so viel? Ja, schon. Enttäuschend, schon. Ich trinke immer nur 8 verschiedene. Nee, komm, es sind schon ein paar mehr. Nein, ich trinke immer nur, also ich gucke mittlerweile auch nicht mehr rein irgendwie. Ach so, ja, das weil stimmt. Weil ich immer meine 8 Wein oder 10 Sachen bestelle irgendwo. Mhm. Und wie habt ihr da, von der Struktur her, wie ist das? Ihr habt ja auch ein ganz besonderes Tasting-Konzept irgendwo oder wie man die Weine probieren kann. Plus in Sachen, es geht ja auch immer ums Geld. Mhm. Es geht immer ums Geld. Man kann ja echt fair Wein trinken auch. Das ist ja auch noch so ein Thema. Mhm. Und auch dann eben Sachen, die vielleicht auch schon mal recht rar sind.
Denkt dann auch an Burgund, das eine oder andere. Mhm. Ja, was ist da los? Ja, wir haben einfach, wir haben von Anfang an, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, wie das zustande kam, dass wir diese Weinbar überhaupt aufgemacht haben. Es ist also nicht Liebhaberei, weil wir müssen schon Geld verdienen damit. Wir müssen ja auch genau das, es dreht sich immer alles ums Geld. Wir müssen ja irgendwie leben davon. Aber wir sind der Meinung, also wir möchten gerne diese Freude an Wein teilen. Oh, das merkt man dir auch immer an, ja. Ja, mit dir brauche ich dich nicht zu teilen. Also ich meine, entschuldige bitte, wenn du hier hinkommst und mir alles erzählst, was alles scheiße ist auf dieser Karte, brauche ich nicht meine Begeisterung für Wein mit dir zu teilen. Das habe ich doch nie gesagt. Ja, zum Beispiel Orangewein. Entschuldige, diese Flasche Wein, hättest du, als wir uns kennengelernt haben, 2016, nicht mit mir getrunken. Da hättest du mir gesagt, so einen Scheiß trinke ich nicht. Also man muss dazu sagen, das Einzige, wo ich mich wirklich beschwere, ist, dass ihr zu wenig Brause habt. Das musst du fairerweise zugeben. Ihr habt aber auch schon aufgestockt. Haben wir aber... Du musst weil das du auch nicht so verstehen. Gerne Brause trinkst. Richtig, danke. Ja, und was ist mit den Kunden? Was ist mit mir? Ja, geh doch woanders hin. Ja, was machst du hier eigentlich hier? Oh, ein schönes Statement, das kann man... also, geh doch woanders hin. Also Dorina ist auch wirklich immer wirklich herzlich. Da kommen die Leute, da freut man sich. Das ist... Ne? Ja. Also. Ja. Nee, also... Ich muss dazu sagen... Musst du von so Idiotenfamilie musst du keinen erzählen lassen. Willst du auch keinen erzählen lassen, ne? Ich will mir sowieso keinen erzählen lassen. Nein, stimmt. Von keinen. Aber du kannst auch einfach mal so machen. Weißt du, wie man in den Wald und so? Ja, nee. Nee, eben. Siehst du genau das. So, 300 Positionen und ja. 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 300 Positionen ausgewählt. Also es ist tatsächlich alles, was wir selber gerne trinken. Also wir machen da wirklich keine Kompromisse. Wir nehmen auch nicht von einem Weingut jetzt irgendwie 10 Weine auf. Stimmt, weil wir eine Palette von denen kaufen müssen oder weil die dann günstiger werden oder wir nehmen dann den einen Wein auf, den wir für gut befinden oder den wir beide mögen. Ja, wir probieren meistens auch mit dem Team zusammen. Wir machen jedes Jahr eine Weinreise. Ich denke mal leider nächstes Jahr nicht. Also das wird wahrscheinlich alles, nächstes Jahr wird es auch noch anders. Dieses Jahr haben wir Gott sei Dank noch eine gemacht. Wir machen Karneval immer eine Woche zu. Eine Woche oder 10 Tage, wie das gerade so fällt. Und dann machen wir mit dem kompletten Team eine Weinreise in eine Region, die wir auf der Karte haben. Dieses Jahr waren wir in Slowenien, also keine Region, sondern ein Land, aber eben ein kleines Land. War das auch Karneval? Das, also das war Karneval, das, genau. Das war kurz vor dem Lockdown. Wollte ich gerade sagen, muss ja dann irgendwie, okay. Ja, wir waren über Karneval da und als wir noch in Slowenien waren, haben sie Italien schon geschlossen. Ah, okay. Und und da probieren wir ziemlich viel mit dem ganzen Team und entscheiden dann gemeinsam. Also wir sind eine Demokratie hier, mehr oder minder, aber in den meisten Fällen ist das eine Demokratie hier. Und wir entscheiden dann, was wir dann kaufen. Und ja, wenn Klaus oder ich dann der Meinung sind, okay, diese Weine sind jetzt nicht so unser Geschmack, aber einer aus unserem Team sagt, nee, finde ich super gut, dann sagen wir, okay, wie viel kaufen wir davon, wie viel verkaufst du? Ja? Ja, okay. Also es ist bis jetzt noch nie so gewesen, dass die Weine dann nicht verkauft worden sind, weil die Leidenschaft hinter diesen Weinen zählt mehr, ja, als alles andere. Aber wie gesagt, wir machen das so ein bisschen anders, weil wir mit unseren Mitarbeitern zusammen versuchen, diese Weine mit Leidenschaft zu verkaufen. Also alles, was wir selber mögen, das verkaufen wir gerne. Und wir machen auch zwischendurch immer so ein, also wir machen ja meistens am Wochenende, weil da natürlich mehr Mitarbeiter da sind, also wenn wir nochmal normal geöffnet haben, machen wir dann eine oder zwei Flaschen Wein auf, die wir üblicherweise nicht öffnen. Okay. Ja, sei es mal Burgund, sei es mal einer von diesen Orangeweinen, irgendetwas, damit wir alle diese Weine nochmal präsent und in Erinnerung haben. Die verändern sich ja auch alle. Stimmt, ja. Meist verkaufter Wein, beziehungsweise Stil oder ungefähr. Ja, kannst du ja, also, man, nein, das ist gar nicht. Also, das ist aber jetzt, das ist, ich erzähle einen von, hey, wir legen so viel Wert, okay, der meistverkaufteste Wein bei uns ist tatsächlich ein Rosé. Nein, ich erzähle das. Ne? Ja, genau, ja, die Katze. Also, die Katze heißt eigentlich, weil die Katze ist La Nuit Tous les Chats sont Gris, heißt der. Ja. Ist ein Grenache von der Côte du Rhône.
Ja. So. Und das ist tatsächlich, wir haben heute noch darüber gesprochen mit Dennis Barner, unser Mitarbeiter, der heute auch hier war. Und wir hatten heute noch gesprochen, es ist egal, ob Sommer oder Winter, ja. Dieser Wein läuft einfach. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass Rosé nur noch im Sommer getrunken wird. Ja. Rosé wird immer getrunken. Hm. Rosé wird tatsächlich immer getrunken, ja. Und dieser Wein ist echt mit Abstand unser meistverkauftester Wein. Krass. Also wir haben. Mehr, habt ihr den offen? Den habt ihr auch offen, ne? Entschuldigung. Ja, nichts passiert. Ja, den haben wir, bieten wir auch glasweise an. Okay. Aber auch jetzt, wie gesagt, also den kennen, glaube ich, also halb Düsseldorf muss den jetzt mittlerweile kennen. Ja, also und dieses Weingut, eigentlich müssten wir da doch echt Provision kriegen, weil das ist Wahnsinn. Botschafter, genau, Markenbotschafter, ja. Und den Wein, welchen Wein ist dein Liebling für Karte, kannst du das sagen? Also, nee. Kann ich tatsächlich nicht. Okay. Also es ist immer eine Frage der Jahreszeit, Stimmung, ja. Der Stimmung, genau, wie man gerade drauf ist, wie man gerade, und man spricht ja genau das, auch mit dir spreche ich ja, und ich wusste ganz genau vor 4 Jahren, dass du Orange Wine mögen wirst, aber gut, manche brauchen einfach länger dafür. Dorina ist auf dem zweiten Bildungsweg Hellseherin, muss man dazu sagen. Entschuldige bitte, jeder in der Gastronomie, der jetzt irgendwie zuhören wird, wird das verstehen. Ja, man hat ein Gefühl für Gäste. Man hat ein Gefühl für die Leute, mit denen man sich umgibt. Mhm. Auch für dich, Björn. Auch für mich, okay. Auch für dich. Okay, Dorina. Ja. Ja, also ich trinke das jetzt immer noch nicht viel vom Stil her, aber natürlich mehr als früher. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Wie findest du denn diesen Wein? Oder wie? Ist schon gut. Also ist auch sehr gut, weil ist aber auch ein geiles Weingut, muss man dazu sagen. Da habe ich auch die Roten und recht früh mal probiert. Ja. Ich auch 2016, 17 habe ich da recht viel von probiert. Mhm. Aber ich weiß jetzt, also da musst du dich schon mit beschäftigen auch. Ne? Das ist nicht mal so eben weggetrunken, weggeschlabbert. Nee. Das ist schon noch sehr anspruchsvoll. Das ist... ist es auch. Also es ist auch nicht, ich würde es auch keinem empfehlen, der sagt so, also das haben wir auch oft, Gott sei Dank, finde ich auch großartig, dass wir hier relativ häufig junge Menschen haben, also junge Menschen meine ich wirklich mit Anfang 20, junge Menschen, die hier vorbeikommen und wir haben auch im Normalfall, wenn wir geöffnet haben, haben wir mindestens 3 von diesen Orange-Weinen offen und mehrere Naturweine auch immer. Und es hat sich offensichtlich entweder rumgesprochen oder ich weiß es nicht. Also es gibt immer wieder junge Menschen, die hier hinkommen und sagen, ja, ich möchte aber eine Flasche Orangewein trinken. Mhm. Und jedes Mal sage ich, bitte keine Flasche. Ja, kennst du Orangeweine? Bitte keine Flasche. Probier das erstmal. Ist natürlich auch on vogue irgendwo jetzt die letzten das ein, ist natürlich zwei Jährchen, sehr, ne? Also ist natürlich klar. Auch ein Thema, das wirklich, klar. Gerade ist, wenn man von Trends sprechen kann, ist das ein Trend. Ja, absolut. Und ich finde, oft zu Recht, oft, da muss ich aber auch fairerweise sagen, wäre Quatsch, wenn ich dir jetzt Mist erzähle, dass das mich nicht mitnimmt. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Sachen probiert, die sehr, sehr gut waren. Aber trotzdem bin ich insgesamt eher beim, in Anführungsstrichen, konventionellen Wein. Mhm. Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, es ist eine totale Stimmungssache. Also ich könnte jetzt nicht nur Orangeweine verkaufen oder nicht nur Naturweine. Ja, also das könnte ich auch nicht. Die sind mir auch, also die Weine sind meistens so, dass man echt, also die regen zum Nachdenken an. Ja, ist kompliziert. Ja, also, es ist kompliziert. Es gibt aber auch welche, die laufen einfach durch. Ne? So ist das. Also es gibt auch welche, die trinkst du und die trinkst du und die trinkst du und dann ist die Flasche leer und du machst eine zweite auf. Ja, das stimmt. Ja. Gibt's auch, ja. Ja. Aber das gibt's ja bei den normalen, also bei einem normalen konventionellen Wein auch. Ne? Dass du da, klar, aber ich weiß nicht, ob. Also nur Naturweine, nee. Also du brauchst beide Welten. Du brauchst einfach beide Welten. Ja. Ich finde das auch gut, dass man sich in beiden Welten bewegen kann. Ja, dass wir auch die Option haben, eben genau das zu machen. Ja, auch so ein kleiner Kabi, den kannst du ja auch nicht immer trinken. Das ist zwar so ein Wein, den ich finde, den man eigentlich immer trinken kann, aber... manchmal hast du auch keinen Bock auf so einen Kabi. Also es ist super, dass wir die Chance haben, heutzutage so vieles zu probieren. Ja. Ja. Ja, und eins unserer Steckenpferde, Burgund, weil wir diesen Chardonnay vor allen Dingen, also die Pinot Noirs auch, aber die Chardonnays aus dem Burgund auch sehr, sehr lieben.
Zurecht. Auch diese Mineralität und diese Kargheit, ja, die die immer mitbringen. Da hat er echt fast eine ganze Seite von. Und normalerweise pro Region oder pro Rebsorte, pro Winzer, wie auch immer, nur ein, zwei Weine, wenn überhaupt. Ja, es kommt drauf an, ja. Also genau. Gibt ein paar, ja, die Ausnahmen bestätigen genau. Regel, aber ja. Burgund Chardonnay ist schon relativ viel, was ich natürlich sehr begrüße und mich immer freue. Ist auch tatsächlich das, was ich am meisten bestelle. Stimmt, ja. Oder Champagner, wo wir natürlich Brause, nicht so gut aufgestellt sind, möchte ich nochmal am Rande erwähnen. Das, es geht darum, dass du was mitnimmst, aber irgendwie hast du das noch nicht verinnerlicht ausreichend. Deswegen erwähne ich es immer wieder. Weißt du? Ja. Also ich sag's dir nochmal, ich mag keine Bubbles. Bubbles sind bäh. Und das ist deswegen. Das ist ein Quark. Das ist kein Quark. Wenn ich mir schon wieder anhöre, mir schon wieder schlecht. Also diese Kohlensäure, das braucht doch keiner. Also ich bin ja der übelste Sodbrennmensch. Also so ist es ja nicht. Ja, ich hab von gestern Es geht Abend, auch gar nicht um Sodbrennen, es geht um Rübsen. Rübsen. Kennst du den Podcast Fest und Flauschig? Ja, so, kenne ich. Die machen das ganz gerne, die Jungs. Obwohl sie ohne und das ohne Brause. Also, aber weißt du das? Ob mit oder ohne Brause? Ja, ja, das sind ja die Bierjungs tatsächlich. Bier ja, Whisky. Das hat auch ja, Brause. Ja, das, ja, siehst du? Ja. Nee, aber ist lecker hier. Richtig. Ich bin nach wie vor noch dran. Ich arbeite mich immer noch ein bisschen rein in das Thema Weintrinken heute. Aber ich glaube, je später es wird, desto besser. Es ist halt ein bisschen gefährlich. Eigentlich, weiß ich nicht. Jetzt haben wir den Eiskeller ja ganz gut beleuchtet. Also ist es für mich, man muss dazu sagen, in den letzten ein, zwei Jahren, wenn man jetzt dieses Jahr mal rausnimmt, bin ich ja eigentlich nur relativ wenig dort, also hier in Düsseldorf, wenig zu Hause. Heißt meistens on Tour, ob das jetzt Frankreich, Spanien, Italien ist, wie auch immer, oder eben auch in Deutschland. Deswegen manchmal sehen wir uns zwei, drei Wochen mal gar nicht und dann sehen wir uns mal eine Woche relativ viel, gerade im Sommer, wenn man einfach mal kurz vorbeikommt und ob es dann auf ein Bierchen ist oder auf ein Glas Wein oder so. Ja, oder auch nur auf einen Kaffee nachmittags. Oder einen Kaffee nachmittags, kurz zum Schnacken, was gibt es Neues, genau. Jetzt habe ich den Faden weg. Wo ist er? Ich glaube, du wolltest irgendwie über dieses Jahr mal. Ja, und so, genau. Ja, und dementsprechend Eiskeller für mich so die Location, wo, wenn ich zu Hause bin und sage, es ist jetzt irgendwie schönes Wetter oder aber auch im Winter, Herbst, wenn es dunkel wird irgendwie, zu sagen, man setzt sich jetzt hin und hat einen netten Abend mit guten Wein, mit manchmal netten Mitarbeitern. Also wenn ich frei habe. Ja, genau. Ich hab da den Dienstplan habe ich zu Hause an der Tür hängen. Natürlich. Wann ich zum Eiskeller kann. Nein, Spaß. Ich möchte gerne wissen, wer der Maulwurf ist. Und das ist immer so mein Place to go hier tatsächlich. Und freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich glaube nicht nur ich, sondern ganz viele andere Düsseldorfer auch. Und ich habe auch vielen schon sehr Dank. Viele, ob das jetzt während der Prowein war oder drumherum, sehr viele Kunden, Freunde, Bekannte, wer auch immer gerade in Düsseldorf ist, schicke ich immer hier hin, weil ich kenne keinen, der bis jetzt hier unzufrieden war, außer eben, ne? Außer dich. Ja. Und Robert. Robert, schöne Grüße. Robert. nein, also war noch keiner unzufrieden und dementsprechend, so, Werbung Ende, nein. Aber ich finde es immer wichtig, es geht immer um die Wineplaces. Habt da auch mal eine schöne Liste geschrieben hier auf der Seite. Ne? Und da müssen wir hier auf jeden Fall Lobhudelei einhalten. Ist jetzt auch gut. Ja, danke. Finde ich jetzt auch so. Genug geschleimt. Nicht, dass es jetzt notwendig wäre, aber. Genau. So, jetzt haben wir 2020, Dezember, genau. das Ding ist durch. Ja. 2020 stimmt. Ist in the books und es war ein Jahr, das. Tatsächlich in the books, ja. In the books, aber tatsächlich. Ja, seinesgleichen sucht. Ja, aber wie gesagt, also es gibt da verschiedene Meinungen dazu. Oder besser gesagt, es gibt verschiedene Sichtweisen dazu. Ne? Weil es ist, einerseits kann man, war das ein wirklich, wirklich beschissenes Jahr. Also monetär gesehen war das ein absolut desaströs, danke. Ja. Danke für das Wort. Schönes Wort auch, ja. Also, desaströs, das stimmt. Andererseits denke ich, war das ein gutes Jahr, um viel zu lernen. Ja. Es sind schöne neue Konzepte entstanden. Es sind also wir haben jetzt nicht so viel gemacht. wir haben aber jetzt das, was wir nie gedacht hätten. Ja, wir haben zumindest einen kleinen, also wirklich sehr rudimentären Online-Shop sogar. Ja, und haben dann umgestellt auf diesen Weinverkauf. Ich weiß noch, im ersten Lockdown war das klar, alles fremd. Also wir haben immer schon Wein verkauft, außer Haus. Aber nicht Fokus, ne? Es war nie Fokus, nein. Also wir haben, deswegen ist unsere Weinkarte, stimmt, diese Frage hattest du ja eben noch mit unserer Weinkarte, wieso die Preise so gut sind. Stimmt, wir haben immer die Endverbraucherpreise ab Weingut
plus 18 Euro. Plus 800%. Plus, nein, 18 Euro, plus 18 Euro Korkelt. Und das ist natürlich, umso teurer die Weine sind, umso günstiger werden sie zum hier trinken. Nur der Taschsaufen im Endeffekt. Nur der Taschsaufen, ja. Finde ich auch. Ja. Wenn man so viel kriegen würde. Ja, korrekt. Mhm. Ihr habt darüber gesprochen übrigens, ne? Ja, Jetzt war es ja schon wieder recht schnell. Also, wir sind jetzt im zweiten Lockdown, der meines Erachtens, aber das ist ein schwieriges Thema, viel zu spät kam. Whatever, wir sitzen jetzt über Weihnachten, sitzen wir alle mehr oder weniger allein zu Hause. Ja. Ich dachte auch, ich komme irgendwie nochmal weg im Dezember. Ja, dafür habe ich jetzt die letzten drei Wochen dafür nur Online-Tastings gemacht. Und das sind ja alles Sachen, die sich entwickelt haben aufgrund von Corona. Also, du sagtest ja eben schon, es gibt viel natürlich viel Schlechtes, viel Gutes. Also, für mich persönlich war es tatsächlich so, dass sowohl gesundheitlich als auch also wirtschaftlich eines der schlechtesten Jahre meines Lebens, der 30. Gut, du hattest natürlich auch wirklich. Ich hatte also noch 2.0 nochmal. Lass mal vorne anfangen. Januar, also ich mach mal mein Highlight des Jahres. Ja, bitte. War tatsächlich im Januar eine Reise nach Japan. Und das war, da gucke ich mir die Bilder nach wie vor fast täglich an. Ja, da hast du aber auch viel mitgenommen, oder? Ja, das hat dich schon sehr geprägt. Hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, muss man sagen. Also ich bin immer schon großer Asien-Fan gewesen, aufgrund meines Vaters, der lange Zeit und lange Jahre in China unterwegs war. Ich war auch ein paar Mal dort und hatte immer schon so einen Bezug, wobei man natürlich jetzt sagen muss, ja klar, wird der Erste jetzt sagen, China ist nicht Japan. Natürlich ist China nicht Japan und Japan nicht China, aber ich finde das ganze Thema Asien super spannend. So. Mhm. Und ich war im Januar da zum Thema Sake, es war eine offizielle Sake-Reise. Also vom offiziellen Sake-Verband da. Ja. Und die hatten gefragt und da waren zum einen super geile Leute bei, aus aller Herren Länder. Ob das jetzt Malaysia war, aus Litauen, aus UK, aus Mexiko, spannend. Indien. Und es war einfach kulinarisch, kulturell absurd gut. Ja, ich habe das und nachverfolgt bei dir auf der Seite und ich fand das auch großartig. Schwer zu Worte zu fassen nach wie vor, weil es einfach so viele Eindrücke waren, ob es jetzt das Essen ist, ob es wirklich auch das Thema Sake ist, was sich mir da einigermaßen neu erschlossen hat und was wahnsinnig spannend und komplex ist, auch eine eigene Welt. Ja. Und mega. Also ich hatte auch tatsächlich geplant, also das muss man dazu sagen, dass ich war im Januar da, Ende Januar und dann kam in der zweiten Woche ging es dann los, dass Nachrichten kamen, ja, in China ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. So, und jetzt ist Tokio jetzt auch, wir sind durch ganz Japan gereist, also von Tokio aus in den Norden und haben eben verschiedene Sake-Brauereien besucht und Co. Und dann kam irgendwann so die erste Geschichte, Nachrichten, ja, in China, da steppt der Bär. Und da ist was Neues im Umlauf. Also ich meine, die haben ja regelmäßig irgendwelche Seuchen da, weil einfach auch viel los ist. Ne? Aber da ist was Neues und noch nichts, was nicht bekannt ist. Und was passiert damit? Und ich dachte mir so, ach okay, ist jetzt nicht weit weg. Aber das ist so eine Eintagsfliege. Die Chinesen kriegen das in den Griff und da wird nichts passieren. Und die haben da Erfahrungen mit und die kriegen das eingekesselt, fertig. Ne? So, und dann wurde das irgendwie mehr. Und dann hieß es irgendwann, das hieß SARS-CoV, schieß mich tot, ne? 19. Und dann kam ich aus Japan wieder und dachte noch, okay, jetzt fliegst du über Tokio nach Hause, das ist also auch kein kleiner Flughafen. Wann bist du wiedergekommen? 19. Januar. Ah, okay. Also, ne, also war, bevor es hier... Ja, bevor es in Europa auch war. Ne? Ja. Und dachte ich mir, okay, Januar, also hatte mir während der Reise schon derbein eingefangen. Ich lag da auch echt nicht flach, habe Power, also habe weiter Action gemacht, aber habe mich dann mit japanischen Medikamenten, wo ich keine Ahnung hatte, was da draufsteht, zugedröhnt, war ganz gut auch. Also hat gut funktioniert und war dann zu Hause und dachte mir, okay, vielleicht hast du dir was eingefangen. Tokio, Riesenflughäfen. Nicht, dass du dir da den Tod eingeschleppt hast oder uns generell hier den Tod eingeschleppt hast. Und lag dann auch danach zu Hause wirklich flach und lag von Januar bis März gehustet, bis der Arzt kommt. Und dachte mir, oh, da ist Covid am Start, da ist Covid oder sowas. Ne? Mhm. Und dann war es, das große Highlight war der Januar. Und dann kam direkt dann das große, wie kann man das nennen, Katastrophe ist untertrieben. Ja. Eine wiederkehrende Krebsdiagnose. Dass ich dachte eigentlich, ich habe Corona. Bin zum Arzt, habe checken lassen, röntgen lassen. Und auf einmal sagte dann der Arzt, haben wir auch relativ früh, war ich dann immer hier, hab's erzählt, dann dachte ich, das war Scheiße. Schlimm, Und dann geröntgt und da war irgendwas ins CT. Ich dachte, ja gut, das kann ja, da hieß es damals auch schon, auf dem Röntgenbild kannst du Corona sehen. Und damals war aber noch nicht so wirklich klar, was es ist. Und ich dachte mir, was soll das andere sein? Hab gehustet wie ein Bär. Ja, und dann war es halt ein relativ großer Lungentumor. Ja. Und nach 13 Jahren war da wieder was Neues. Und denke mir so, alter Vater, wo kommt das denn jetzt her?
War aber tatsächlich der Grund, warum ich so extrem gehustet habe. Also wäre jetzt ohne diese Erkältung oder irgendwas gar nicht aufgefallen. Ja. Und das heißt, es ging vom höchsten Punkt des Jahres innerhalb von 2 Monaten direkt in den Keller. Und war dann während des ersten Lockdowns, wurde dann operiert an der Lunge, wurde das Ding rausgenommen, ja. Untersuchung und Co. Heißt, ich habe den ersten Lockdown verschlafen in Sachen Geld verdienen, aber es gibt auch Wichtigeres als Geld verdienen manchmal. Das stimmt, also und, das finde ich auch viel, viel wichtiger. Also ja. Gesundheit ist auch viel, viel wichtiger. Ich musste gestern wieder dran denken, Düsseldorfer Uni hat jetzt gerade gesagt, wir machen keine OPs mehr, auch jetzt schon ein paar Wochen, wir machen alles dicht und wir können keinen mehr aufnehmen. Und damals war es so, ich war in Essen im Lungenzentrum, liebe Grüße, sehr, sehr gute Ärzte dort und der Chief Director, der hat mich da operiert und es war wirklich so wie im Film und was auch jetzt immer wieder beschrieben wird, du liegst da und wartest auf deine Diagnose, ist das jetzt ein gutartiger Tumor, ein bösartiger Tumor und du liegst alleine und du darfst keinen Menschen da haben, der da reinkommt, der dir irgendwie, ne, mit dem du mal schnacken kann, also du hast einen WhatsApp-Call oder einen FaceTime-Call, aber ist halt was anderes. Ja, aber das ist doch nicht dasselbe, dann kommen die Ärzte keiner, der die Hand hält. Ärzte kommen rein mit irgendwelchen Mundschutz, also es wurde auch jeden Tag krasser, weil die Zahlen immer hochgingen. Gott, das ist so schrecklich, im Krankenhaus zu sein. Dann. Und dann denkst du dir so, ja, das ist scheiße, das ist das eine. Dann war hinterher dann irgendwann klar, dass es bösartig ist. Aber dann muss man auch heute sagen, jetzt sind auch die Covid-Patienten, die liegen da jetzt auf der Intensivstation. Ja, und da, Gott, die, das die ganz sterben auch. Ja, und die sterben ganz alleine. Schlimm. Und das ist ganz echt, schlimm. Also läuft mir auch einen Nacken runter. Und so dann deswegen den ersten Lockdown habe ich verpennt, krankheitsbedingt. Heißt, da haben viele schon angefangen mit Online-Tastings, digitale Verkostungen und schieß mich tot, der Handel. Gut, aber bei dir hat es natürlich auch einen triftigen Grund. Das hat im ersten Lockdown, also wir waren ja eigentlich relativ fast täglich, also ich war oft hier auch im ersten Lockdown, genau, wir haben viel Kaffee getrunken. Das stimmt. Und, Das stimmt. Ne, und haben ihr habt ja auch das Geschäft ein bisschen umgestellt dann. Heißt, genau. Also wir haben dann Flaschenweine natürlich dann außer Haus verkauft. Da war auch noch bei der Glas verkaufen möglich, ne? Oder? Nee, bei der Glas haben wir die ganze Zeit nicht gemacht, auch im ersten Lockdown. Gläser, mit genau, ich hatte Gläser verliehen, ja. Mhm. Wir haben Gläser dann mit verliehen und kalte Weinflaschen, also in so Icebags. Oh, wir hätten das, haben wir doch diese geile Tafel auch gemacht, weißt du, ne? Mhm, genau. Ja, so richtig, so. Ja, genau, die ist noch da. Ja, hast du die behalten? Ja, die ist da. Ja, und das sind die Andenken an das Jahr 2020. Genau. Aber ich fand ersten Lockdown so, dann war ich natürlich businesstechnisch raus, hab dann aber gemerkt, Kochen macht wieder richtig Spaß. Und habe gekocht. Ja, du hast ja dann wirklich, dein ganzer Account, finde ich, ist ja dann nur von Essen. Ich bin so ein Kochblogger geworden, ja. Ja, unfassbar, ja. Das ist ja nur noch von Essen bestimmt. Ja, Robert und ich haben wirklich alles gegeben. Ja, also Lockdown 1, wir waren auch hochmotiviert. Mhm. Wir haben gekocht, was das Zeug hält. Mit, ob das jetzt Fisch war, Krustentiere, Fleisch, aber halt auch fancy Sachen. Nicht gegrillt so, aber, habt ihr auch viel. Ja, Robert hat einen neuen Grill gekauft. Ah, deswegen. Ein massives Teil. Und das, ah, deswegen. Und dann musste man das natürlich entsprechend auch, das Rost einfach auch belegen. Natürlich. Und haben wir heute Morgen noch gemacht als Katerfrühstück Würstchen. Tatsächlich auch. Ah, Sonne hat geschienen, dann ging das ganz gut. Das war auch witzigerweise eins der Highlights. Also jetzt übertragenen Sinn in Form von Kulinarik. Das war eine positive Seite von Corona für mich dieses Jahr. Essen, das trinken. Ich, also ja. Nicht, dass wir konnten zwar nur in einer kurzen Zeit zwischen den Lockdowns zusammen jetzt hier auch was trinken. Oder war das dieses Jahr überhaupt mit? Nee. Ich überlege jetzt gerade. Doch. Doch. Aber draußen war halt geiler. Ja, ja, draußen. Gut Sommer, ja, das war gut. Draußen war toll. Ja, stimmt. Lockdown 1 waren alle motiviert, die Leute haben auch noch mehr getrunken. Mhm. Du hast wahnsinnig, die Leute, also es war halt mal so ein bisschen Urlaub vom also Leben. Im, so, ja, fast genau. Schon, im Lockdown 1, finde ich auch, hat man schon gemerkt, dass die Leute irgendwie so ein bisschen so, ist was ja, alles neu. Ja. Okay, wir sind ja eigentlich überhaupt nicht betroffen. Ja, die Zahlen in Düsseldorf waren unglaublich niedrig. Ja. Keiner wusste irgendwie, wir hatten alle irgendwie die Bilder aus Italien irgendwie im Kopf, aber Italien war so weit weg. Ja, genau, wir waren ja Paradebeispiel, und, wirklich. Ne? Genau, so. Und das war ja hier nichts und alle haben es genau. Und unglaublich, das Wetter hat ja mitgespielt. Ja? Seit Mitte März war ja hier unglaublich schönes Wetter. Stimmt. Das war, also Lockdown 1 war ja eigentlich für alle so, puh. War Smooth jetzt Operator können wir, fast schon. Ja, so, ja genau, jetzt mal, können wir mal, endlich mal so ein bisschen, wir haben so ein bisschen bezahlten Urlaub. Ja, ja, es war für gesagt, alle so ein bisschen okay. Ja. Wir können uns ein bisschen erholen alle von unserem stressigen Alltag. Ja. Dann war Lockdown zu Ende. Genau. Dann war Normalität in gewissen Maßen. Also ich bin ja bis heute jemand, der
sagt, Maske tragen finde ich jetzt nicht so tragisch, weil ich, nö, also ich habe da keinen Stress mit groß. Also ich bin es da war jetzt zwar skurril am Anfang, entschuldige, ja, ich habe dich unterbrochen, nee, aber es war skurril am Anfang, die Leute eben auf der Straße zu sehen mit Maske, aber es ist jetzt kein, finde ich jetzt nicht übel. Einmal das plus, ich finde, also mich schränkt es nicht ein. Also klar, mein Bart ist immer so ein bisschen eingeknickt, wo das unten aufhört. Das finde ich immer so ein bisschen uncool hinterher. Aber ansonsten hat man da wenig Einschränkungen gehabt. Also persönlich, dass ich sage, nur weil ich jetzt eine Maske trage, bin ich ein anderer Mensch. Wo andere sagen, ich ziehe keine Maske an, aber gut, da brauchen wir eh nicht drüber reden. Nee, gar keine Angriff, also über gar diese keine, Menschen gar keine brauchen wir Fläche nicht. Geben zum, genau. Genau. Nein, bitte nicht. Dementsprechend, das ist für mich, finde ich, das voll in Ordnung und ist meine Mittensweg geht um so. Wir sind ja hier in der Solidargemeinschaft irgendwo alle. Und man schützt sich selbst, man schützt andere. Wo ist das Problem? Verstehe ich bis heute nicht. Nee, eben. Und ganz wichtig also auch. Also fand ich jetzt auch und tatsächlich, auch bis heute. Das ist, verstehe ich bis heute auch nicht, wieso das immer ein Problem war. Natürlich ist es ein, natürlich ist es auch schwierig, wenn du irgendwie 8-9 Stunden mit dieser Maske arbeitest. Ja. Natürlich hast du dann irgendwann mal, denkst du dir so, also wenn du die abnimmst, denkst du so, frische Luft, oh Gott, die riecht ja ganz anders, ja. Trotzdem. Aber trotzdem führen wir ja noch ein relativ normales Leben. Also absolut, wir sind nicht im Krieg. Also absolut, das war auch, es war überhaupt kein Problem, ja. Und wir haben uns alle gefreut, als der Lockdown zu Ende war und es war schönes Wetter draußen und wir konnten einigermaßen ein normales Geschäft haben, ja. Gut, also, ihr hattet natürlich hier, weil ihr ja, also generell komplette Gastro und Co. Ja. Hatten ja das Thema dann, Schutzvorkehrungen, Gesundheitsvorkehrungen, genau, Maßnahmen, was ja auch richtig ist. Fand ich aber persönlich auch nicht schlimm. Also ich fand das auch, weil das so, also ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es bei uns ja immer, Gott sei Dank, auch immer mehr geworden. Mhm. Und ne, also wir haben teilweise, standen die Leute hier wie beim Füchschen, weil, ne, wir haben die Gläser rausgegeben oder eine Flasche rausgegeben im Kühler und die standen dann wirklich so die komplette 50 Meter Straße. Oder? Das war davor, ja zwischen den, jetzt davor. Darf man nur 50 Meter. Und deswegen war es jetzt im Sommer eigentlich auch mal ganz schön, wieder eine Weinberatung zu machen bei den Gästen, weil du musstest ja alle, jeder musste Sitzplatz, haben und jeder, so und jetzt konntest du wieder eine Weinberatung machen, das war natürlich großartig. Stimmt. Ne? Also das war auch mal ein, ich möchte nicht sagen, ein entspanntes Arbeiten, weil wir alle im Sommer dann schon ein bisschen, ich sag mal, alle waren angespannt, weil keiner wusste, was passiert. Es war irgendwie, es war ja klar eigentlich, dass es weitergehen wird in irgendeiner Form mit Corona. Das ist Corona, war ja nicht weg. Richtig. So, und man dachte ja eigentlich auch, dass man da irgendwie innerhalb von einem halben Jahr Sommer, dass man sich da irgendwo von oben was einfallen lässt. Um Nummer zwei dann von so einem Lockdown gegebenenfalls umgehen zu können. Ja. Leider ist da ja irgendwie nichts zustande gekommen. Ja, also ich möchte aber auch da wirklich einen Vorwurf machen. Nee, ich will den Job nicht machen von Angie und Co. Richtig. Keine Frage. Und ich muss noch immer noch sagen, ich liebe Mutti, ja. Und ich weiß gar nicht, was denn da passiert, wenn die jetzt abdankt. Also ich finde, das ist eine grandiose Frau. Eine wirklich grandiose Frau. Die hat ein, also in sehr, sehr vielen Sachen, also nicht jetzt nur mit Corona, hat sie immer eine Weitsicht gehabt, ja, die man im Nachgang immer verstanden hat. Hätten alle auf sie gehört, wäre es bestimmt noch ein bisschen schöner gewesen. Also, ja. Ja, das ist nur also schade. Also im Übrigen, ich bin kein CDU-Wähler, muss ich noch dazu sagen, aber ich liebe Mutti. Also das ist die großartigste Kanzlerin, die wir je hatten, meiner Meinung nach. Also das, was ich erlebt habe. Ja, also das, ich, nee, das, es geht nur darum, dass es halt schade ist, dass es jetzt wieder so weit gekommen musste und jetzt wirklich alles stillsteht. Jetzt seit das ist natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Da sind natürlich die Nebengeräusche in diesem Gebäude oder in diesem Etablissement sind jetzt viel lauter als sonst. Das ist die Osmoseanlage, das ist die Osmoseanlage. So war es stehen geblieben. Normales Leben. Also normales Leben fand dann statt und jetzt hat es wieder aufgehört. So, jetzt sind wir seit Mitte der Woche ist jetzt wieder alles Mittwoch wurde komplett abgeschlossen, die ganze Hütte. Ja. Heißt, es gibt nur noch, ich meine, brauche ich nicht zu erzählen, weiß jeder, bisschen spät vielleicht, aber kann man jetzt auch wieder diskutieren, das ist generell schwierig, was richtig, was falsch ist. Wie gesagt, ich will den Job nicht machen. Nee, ich auch nicht. Nicht also in diesem Leben, auch nicht im nächsten. Es ist halt ein neues Thema, was, jetzt kommt noch Impfen. Lässt du dich impfen? Ja, ich glaube schon. Ja, werde ich. Ja, wird sie. Also ich muss zum Glück ja nicht. Ich hatte es ja. Ich hatte es ja. Okay. Ja, also ich denke schon, dass ich das machen werde. Aber es wird einfach
noch ewig dauern, bis wir da dran sind. Ja. Also ich meine, stimmt, wir sind jung und gesund. Jung, knackig, gesund, genau. Du Alkohol, hattest es, Alkohol konserviert nicht. Von innen so noch on top. Aus. Ja. Ja, ich hatte, das war auch, also ich hatte ja echt auch Schiss tatsächlich bei mir, dass Corona mich komplett niederlegt. Ja, das verstehe ich gut. Wegen Vorerkrankungen und Co. Und auch jetzt dann mit der Lungen-OP. Mhm. Und dann habe ich mir das tatsächlich jetzt im November habe ich mir das Ding gefangen irgendwo. Mhm. Ich weiß bis heute nicht wirklich, wollte eine Vermutung, aber ist ja auch egal, bringt ja nichts. Aber das ist unfassbar. Also du hattest ja immer, ich weiß ja, wir haben uns ja zwischendurch gesehen und du hast sehr aufgepasst, ja. Also ne, wir hatten ja immer sehr viel Abstand, auch wenn du hier warst, immer super viel Abstand, immer nur draußen gestanden, ja, also nie hier drin. Und genau, und die Maske angehabt und immer, wenn wir ein Espresso zusammen getrunken haben, war das immer draußen und immer an der Luft und immer. Ja, ich wollte da nicht provozieren, ne? Aber im Endeffekt muss ich jetzt Nachgang sagen, erstmal Klopf auf Holz. Man soll sich natürlich nicht fangen, aber für mich ist jetzt das Perfekte passiert, dass, perfekt in Anführungsstrichen, ich habe es halt gehabt, hatte so einen, sag mal, mittelschweren Verlauf. Heißt, ich bin nicht im Krankenhaus gelandet, Klopf auf Holz, mehrfach. Also eine ordentliche Grippe, schwere Grippe. Bin auch bis heute, jetzt 3-4 Wochen nach der Geschichte, nicht auf dem Damm. Also ich bin echt immer noch platt und deswegen auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Aber bin froh, dass ich jetzt Antikörper habe. Ich habe jetzt Montag das Ergebnis bekommen. Du? Ja, positiv. Also Antikörper positiv. Gott sei Dank. Großartig. Und jetzt habe ich nochmal gelesen, das hat mich echt auch. Fand ich super, auch am Dienstag einen Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung, dass die selbstgebildeten Antikörper nochmal hochwertiger in Anführungsstrichen sind als die geimpften. Natürlich. Ja, ist ja oft so. Jetzt mal schauen, wie lange das hält und so, aber ich bin erstmal ganz happy. Bin aber auch happy, dass es da jetzt langsam losgeht und dass man da jetzt eine Richtung zumindest hat, wo es hingehen kann. Aber was halt krass ist, was hier mit den Zahlen los ist. Irgendwie ist es alles zu, seit gefühlt, wir hatten ja im November schon den Gastro-Lockdown. Ja. Und irgendwie ist es... am 2. November. Ja. Und es ist trotzdem, die Zahlen, die stagnieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Irgendwie. Ja gut, es hatte ja, also das war ja auch allen Beteiligten klar, dass das nichts mit der Gastro zu tun hatte. Oder, also es gibt immer schwarze Schafe, die gibt es in jedem Bereich alles cool. Also nein, nicht alles cool, aber ja, es ist bekannt. Ja. Es ist ja klar, wieso die Gastro zugemacht hat und das ist ein wichtiger Beitrag zum sozialen Leben und das finde ich ja auch okay, nur dass die Leute daraus nichts gelernt haben, ja, dass die Gastro zumacht und die Museen zumacht und das ganze, die ganzen Kulturstätten zumachen. Das finde ich ziemlich schade, weil wir sind alle sehr, sehr, sehr betroffen davon und das ist, um ehrlich zu sein, relativ respektlos allen Gastronomen, allen Kulturstätten auch, ja, allen Künstlern gegenüber, dass sich keiner an diese Regeln hält. Ja, weil sonst wären diese Zahlen auch nicht so hoch. Die können nicht nach fast 2 Monaten Lockdown jetzt in, wie gesagt, Kulturstätten und Gastronomie, können die nicht so hoch bleiben. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie es ist. Also, sehr strange, ja, leider, das ist, das finde ich bedauerlich. Bedauerlich, dass, wie gesagt, ich finde es sehr bedauerlich und respektlos. Ja. Allen gegenüber, die sehr, sehr, sehr viel verloren haben dieses Jahr. Und da würden, also das dicke Ende kommt ja, glaube ich, noch für die viel. Auch jetzt gerade. Das denke ich auch. Erstes, zweites Quartal. Jetzt ist die Frage auch mit Unterstützung wieder, wie das funktioniert, ob das funktioniert, in welcher Höhe und Co. Ich kenne auch, also ob das jetzt Düsseldorf ist, München ist, Hamburg, Sylt, wie auch immer. Es ist heftig. Das ist heftig. Und ich bin ja auch jemand, genau wie du, auch der. Es liebt, essen zu gehen. Also ich koche sehr gerne, ich esse auch gerne zu Hause und so mit Freunden. Aber ich liebe es, essen zu gehen, Weine trinken zu gehen. Alles Geld, das ich irgendwie über habe, gebe ich in Form von Essen in der Gastro oder in Form von Wein in der Gastronomie das geht aus. Uns. Und es ist Kappes. Es ist scheiße, es ist. Es ist scheiße, aber ich weiß, dass die meisten Gastronomen oder zumindest die, mit denen ich Kontakt habe, von denen habe ich, also von keinem, natürlich alle sagen irgendwie, super ätzend, aber keiner hat sich wirklich darüber beschwert. Also jeder versteht. Ja, was willst du auch machen, leider? Nee, aber jeder versteht, wieso, aber das ist auch, dass dieses, jeder versteht, wieso wir zugemacht haben. Natürlich sind wir eine Vergnügungsstätte. Ja, natürlich geht es darum, dass, dass in der Gastronomie eben genau das, dieses Vergnügen, dass dann eben den Menschen, also den Menschen, es möchte denen doch nur beigebracht werden, Leute, es ist leider jetzt gerade keine Zeit für Vergnügen.
Ja, deswegen haben wir alle zugemacht. Und wie gesagt, alle, mit denen, also die, mit denen ich befreundet bin oder bekannt bin in der Gastronomie, die sehen das ähnlich. Also die finden das, die verstehen die Beweggründe, wieso wir zuhaben. Ja, klar. Ja, ja, und nochmal, und deswegen leider finde ich eine, das ist echt respektlos allen gegenüber, wenn man sich da immer dagegen verhält. Ja, also wenn man sich doch noch, heute habe ich schon wieder von Gästen gehört, heute war ein wunderschöner Tag natürlich. Mhm. Wir müssen sagen, heute ist Samstag vor Weihnachten. Ja. Ja, wir normalerweise wird Düsseldorf aus den Angeln brechen. So, hat's aber. Also am Rhein, ich ja. Ich war heute ich habe das, ja. Ja, ich habe das von Gästen eben gehört, die, die aus Oberkassel hier mit dem Fahrrad rüber geradelt sind und gesagt haben so, boah, Wahnsinn. Ja, unten am Rheinufer, da tobt der Bär. Ja, da tobt wirklich der Bär. Und dann denke ich mir so, hey Leute, ich verstehe das. Ich mag auch gerne spazieren gehen, wenn schönes Wetter draußen ist. Aber wenn man sieht irgendwie, da sind schon irgendwie 3000 andere, kann man dann bitte nicht wieder irgendwie in sein Auto steigen und dann in den nächstgelegenen Park gehen oder in Grafenberger Wald oder keine Ahnung. Oder nach Neuss an Rhein, ich weiß es nicht. Mhm. Muss ja, man dann wirklich zu 3000 Leuten alle wie in einer Schafsherde am Rhein spazieren gehen? Tja. Muss nicht sein. Tja. Ja, so das ist alles so, das muss nicht sein. Dann sind wir, dann haben wir alle völlig umsonst geschlossen. Ja? Ja. Die ganze Gastronomie, der komplette Handel, dann haben wir alle völlig umsonst geschlossen. Das ist schade dann. Mehr als schade, ja. Ja. Absolut. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage. Bitte. Bester Wein, den du dieses Jahr getrunken hast? Und wo, also boah, hast du den aufgrund, achso, ich habe damit, also ich, deswegen frage ich, ich habe aufgrund von Corona dieses Jahr, aufgrund dieser Lockdowns und zu Hause und Co., sehr viele ja, Sachen getrunken, die man wahrscheinlich sonst nicht getrunken hätte, weil man dachte, okay, wer weiß, was kommt, ne, was, weg, ja, was im Körper hast, ist im Körper, okay, das kann dir keiner mehr nehmen. Und habe so ein paar echt, wir haben echt Sachen aufgemacht, die wir normalerweise nicht aufmachen würden. Und das war echt auch wieder ein sehr, sehr angenehmer Side-Effekt. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was war dein Weinerlebnis des Jahres, Dorina? Also mein Weinerlebnis des Jahres war bestimmt nicht der beste Wein, was ich dieses Jahr getrunken habe, aber das schönste Weinerlebnis. Ich hatte leider, genauso wie du, dieses Jahr relativ gesundheitlich, relativ viel Pech. Ich hatte zwar kein Corona und Gott sei Dank auch keinen Krebs, hatte aber ein Ödem im Fersenbein, so dass ich auch seit, also mit Ende des Lockdowns eigentlich nicht mehr arbeiten konnte. Und aufgrund dessen habe ich dieses Jahr 6 Wochen Urlaub in Italien gemacht, weil ich nicht laufen durfte. Armes Ding, 6 Wochen Urlaub in Italien. Ja, schlimm, ne? Katastrophal. Fand ich auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz schlimm. Verdammt. Ich war in Ligurien, wunderschöne Gegend, weil. Ach, da hast du mir Bilder von geschickt, ja, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Toll. Großartig. Und eins meiner Lieblingsrestaurants da, die haben eine wundervolle, natürlich eine wundervolle Weinkarte. Und mein schönstes Weinerlebnis dieses Jahr war in diesem Restaurant, wirklich am Meer einen Tisch zu haben, ganz alleine da zu sitzen, was auch speziell ist, muss ich sagen. Also für mich, ich gehe nicht so gerne alleine essen. Ja, ich auch nicht so gerne. Aber in dem Fall war es irgendwie schön mit einer Flasche Emilio Pepe. Oh, geil. Ja, und das zwar, Bild habe ich im Kopf. Ja, ja, weiß ich noch. So, aber Pepe ist me. Also das war großartig. Dann habe ich da irgendwie 2 tolle Fischgänge gegessen, mir diese Flasche reingestaubt, ja, und danach war ich total glücklich. Also das Trebbiano, oder? Bitte? Trebbiano. Ja, okay. Ja. Das war mein Weinerlebnis dieses Jahr. Das war ein großartiger Abend. Super Weine auch. Also natürlich, ja, an super. So einem Setup natürlich noch ja, eine andere tolle Nummer, klar. Ja, tolle Weine auch, ja. Und aber der beste Wein des Jahres? Boah. Muss ich wirklich nochmal nachdenken. Mach mal. Hab Zeit. Was war denn dein bester Wein? Dann denke ich nochmal drüber nach, während du erzählst. Also es ist schwierig. Also ich habe 2, die nachträglich auch, die wirklich auch, ja eigentlich 3, das war eines ein bisschen unfair gewesen. Ich schwanke zwischen 2-2, also Clos de Menil 2002 von Krug. Das war jetzt gar nicht so schlecht auch. Großartig. Und als zweites 2001er Ikem aus der Eintel. Ah ja? Das war auch ganz, ganz frech. Okay. Ganz frech, beides mal
lieben Gruß und lieben Dank an den Robert. Das waren beides Weine, die er, glaube ich, oder die man auch in der Runde, glaube ich, nicht aufgemacht hätte, wenn jetzt nicht, wer weiß, was war. Das erste war tatsächlich der Ikem, war tatsächlich aufgrund meiner Krankheitsgeschichte, dass er sagte, hör mal, komm, machen wir jetzt einfach mal auf. Scheiß der Hund drauf. Auch ein absolut Bieger 2001, der eine oder andere vielleicht schon mal getrunken oder ist halt absolut legendär für dieses teuerste Sauternes-Château und auch bekannteste und eins der bekanntesten, mein Güter, generell der Welt. Und 2001 eben dort absolute Ausnahme, more goes not. Und dann aus der Eintel noch anstatt aus der Halben, also absolut gut. Und Clos de Ménil halt ein Champagner, der auch schwer zu beschreiben ist von seiner Großartigkeit, da habe ich auch einen Artikel zu geschrieben. Weil es schwer war, da irgendwie 3, 4, 5 Worte zu finden für. Sensationell. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Also noch nie. Ja, ist auch ja nicht so. Ja gut, nee, nicht deswegen. Also ich trinke, wenn ich Champagner trinke, trinke ich gerne etwas ältere und sehr, ne? Der 2-2 ist ja jetzt auch nicht jung. Nö. Aber der steht halt da wie ein junger Kerl. Aber ne? Das mag ich gerne, weil die ja dann so weiniger werden. Ja, und das, ich bin auch, die, ja, völlig bei dir. So, die mag ich natürlich gerne, aber den habe ich noch nie getrunken. Ja, das war schon echt, also beides, wie gesagt, auf seine Art und Weise halt außergewöhnlich. Und dann natürlich so Sachen wie auch, ich hatte auch so ein, zwei Geschichten auch vom Erlebnisfaktor, so wie du mit in Ligurien, auf Sardinien gesessen und ich war erst mal auf Sardinien, eine phänomenale Insel, phänomenal. Und da gibt es dann so 2, 3 Places halt auch, wo du da sitzt, guckst aufs Wasser, Sonnenuntergang und hast dann einfach so einen relativ simplen Vermentino im Glas. Ja. Aber es ist einfach nur Königsklasse, das ist absolute Champions League gewesen. Ja, genau. Und das sind also diese Momente, ne? Ja, ich glaube auch genau deswegen. Also ich glaube, eine Lieblingsflasche, bestimmt, also ich habe großartige Weine auch von großen Namen getrunken dieses Jahr. Nicht so viele wie du, weil ich nicht so in... vielleicht ist das falsch, Endzeitstimmung war. Das ist nicht das, was Wein für mich ausmacht. Allgemeinen nicht. Nee, muss es nicht. Ja auch nicht. Aber es gibt ja Weine, die sind großer Namen, die sagst du, okay, ist geil, aber, so, aber, da gibt ja, aber das sind beides Weine schon, wo man sagen muss, aber die bewegen halt aber auch. Ja, klar, aber es gibt, wie gesagt, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Mich bewegen eher die Momente, wo du diese Weine trinkst oder wann du trinkst. Also du kannst auch große Namen oder große Weine trinken und die sind dann in dem Fall, im falschen Moment und dann verpuffen sie, ja. War jetzt bei den beiden aufgrund tatsächlich wegen Corona und den anderen Umständen, waren auch so Momente, die aber eben anders waren, als wenn du jetzt im Urlaub bist und guckst aufs Wasser. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Da habe ich mich auch hinentwickelt. Also früher war Hauptsache groß. Mittlerweile ist einfach auch geil, irgendwie guckst, stehst ums Feuer oder hast irgendwo, sitzt in Reims mit Blick auf die Kathedrale und isst dir, hört jetzt wieder doof an, aber ist dann eine Foie Gras oder ist dann was relativ Simples, Rustikales. Ja. Und trinkst dazu einen geilen, bei Foie Gras macht jetzt ein Saint-Joseph jetzt nicht so viel Sinn, aber hast ein ordentliches, rustikales Stück Fleisch. Ja. Eine Pommes dazu und trinkst dann Saint-Joseph dazu und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Ja. Wo du denkst, ja, aber das ist kein riesiger Name, das ist kein teurer Wein, aber es ist einfach nur perfekt gerade für den Moment. Genau. Ja, absolut. Ja. Also deswegen, also es gab für mich dieses Jahr eher diese Erlebnisse. Nicht die großen Weine, die ich getrunken habe. Ich fand eben, es gab keinen Anlass dazu. Ich hatte keinen Anlass, einen großen Wein aufzumachen. Also ich wollte das nicht. Auch jetzt zu Weihnachten. Es gibt dieses Jahr zu Weihnachten bei mir tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, auch gar keinen großen Namen. Ja, hast du schon fertig gemacht, die Liste, oder? Ja, also also es gibt keine großen Weine. Es gibt aber alles Weine, die ich liebe. Ja. Okay. Zu Weihnachten. Es ist so, dieses Jahr, also ich habe. Erzähl doch mal, was gibt's denn? Ich habe dieses Jahr gelernt, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, das zu tun, was man liebt. Das zu essen und zu trinken, was man liebt. Ja? Und genauso wie du, der eben gesagt hat, so ja, früher war irgendwie alles irgendwie so, ja, große Namen, große, ne, Großtrinken. Nee. Das ist nach wie vor geil, wollen wir uns jetzt vormachen, so, ne? Aber absolut, absolut. Also die haben eine Berechtigung, dass die so einen großen Namen haben. Die haben eine Berechtigung dafür, dass die so einen großen, dass die so viel kosten auch, ja? Alles cool, aber man kann auch mit kleinen, geilen, nicht geilen Sachen, nein, wie gesagt, also da ich mit möchte, kleinen Sachen viel Spaß haben. Ja. Oder mit vermeintlich kleinen Sachen viel Spaß haben. Genau. Ja. Also mit kleinen Sachen, mit kleinen, ganz tatsächlich kleinen Sachen kann man viel Spaß haben.
Was gibt es denn dieses Jahr an Weihnachten? Oh, es gibt dieses Jahr, gibt es Unplugged von Tesch. Ach. Ja, weil ich noch ein paar 16er im Keller gefunden habe, die großartig sind jetzt. Mm. Ja. Es gibt Unplugged von Tesch als Aperitif, okay, weil ich ja nicht so gerne Schaumwein mag. Es gibt dieses Jahr wird es einen vom Bäcker Landgraf einen Spätburgunder geben. Okay. Ja, habt ihr also auf der Karte auch Bäcker Landgraf? Ne? Ja, genau. Ja. Auch keinen großen. Also Weißburgunder habt ihr, oder? Wir haben auch Spätburgunder von ihm. Wir haben den Rosenberg auf der Karte. Karte auch einen Weißburgunder, ne? Auch einen Weißburgunder. Ja, okay. Und im Übrigen finde ich einen großartigen Weißburgunder Muschelkalk. Ja, den habe ich im Kopf super. Auch tatsächlich. Ja. Mhm, okay. Der ist gut. Es gibt aber einen Spätburgunder von dem Weingut. Und dann muss ich nochmal schauen, also wir sind ja nur zu zweit, meine Mutter und ich. Deswegen, also wir werden jetzt nicht wahnsinnig viel trinken. Also meine Mutter nicht, ich, ja kommt drauf an. Ja, geht schon. So, und dann muss ich noch schauen. Also ich habe noch so zwei, drei Sachen irgendwie im Petto, was vielleicht, ne, vielleicht nochmal ein... Aber das sind einfach nur Weine, die Spaß machen. Also es ist, da habe ich gerade, also es ist auch nicht so, wenn du mich nächsten Monat fragst, ja, habe ich bestimmt andere Weine, die ich gerade also, cool finde. Sich, ja, das stimmt, ja. Ja, aber das sind meine Weihnachtsweine. Sehr gut. Also jetzt kein Maische vergorenen, weil meine Mutter tatsächlich nichts damit anfangen kann. Ja, das ist ja fair, aber bringt ja nichts, wenn du das dir dann vorsetzt und dir das aufzwingen willst. Nein, nein. Ja, sehr schön. Und die liebt die Weine, ne? Also die liebt Martins Weine. Also unabhängig davon, dass ich da gearbeitet habe, die findet die großartig. Ist doch super. Deswegen ist es auch wichtig, dann was davon mitzubringen. Sehr gut. Ja. Hört sich gut an. Ja. Tja, du. Jetzt überlege ich gerade, hast du noch was? Wir können da noch stundenlang erzählen, aber ich glaube, es wird irgendwann mal auch langweilig für die Leute, oder? Ja, kommt drauf an, wie betrunken wir werden, aber Naja. Ich habe, glaube ich, noch Restalkohol. Restalkohl ist ein powerful drug. Naja, ich habe heute, ein belegtes Brötchen gegessen heute Morgen, also ich glaube, das ist Ich habe noch ein bisschen 905-Pizza hier rumfliegen. Ah, super. Kannst du sonst gerne noch ein Stück haben. War sehr gut, Hellboy. Ja, ich überlege gerade. Achso, ich bin Weihnachten, Heiligabend bei meinen Eltern mit Schwester und die ist 93er Jahrgang. Und ich habe letzte Woche meinen Keller umgeräumt und habe einen 93er Rioja gefunden von Marques de Riscal oder war das Murrieta? Marques de Murrieta? Ich glaube, Riscal, 93er Gran Reserva. Die liegt da irgendwie rum und habe die gefunden und dachte mir, die machst du auf, weil das ist der Jahrgang von meiner Schwester. Einfach mal probieren, ob das überhaupt noch da ist. Normalerweise ist Rioja alt, ja, oder Rioja Gran Reserva eigentlich unzerstörbar, einigermaßen. Eben. Und dann noch irgendwas Knackigeres hinter Herrn Sutern. Danach geht es noch vielleicht nochmal zum Robert. Vielleicht hat er noch was offen dann gerade. Wann? Am 24. Ja, 25. das gleiche nochmal wiederholt. Naja. Ich bin jetzt auch kein großer Weihnachtsfan eigentlich. Nein? Nee, irgendwie nicht so. Trink du. Nee, wir teilen das auf. Okay. Wir haben tatsächlich die Flasche geschafft jetzt. Ja. Also. Eigentlich ist das jetzt eher für uns beide jetzt. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich. Ich meine, wir haben Samstag. Normalerweise unter normalen Umständen könnte man jetzt sagen, wir haben jetzt 17 Uhr irgendwas. Da kann man eigentlich schon mal durchstarten. Aber gut, mal gucken, was noch passiert. Ja, ganz spannend. Also. Ansonsten, was war denn? Achso, gut, Tiefpunkt war wahrscheinlich dann das Fußthema. Ja, das war schon schlimm und ich fand das auch schlimm, dass wir hier. Ist das denn wieder? Nee, noch nicht ganz. Okay, also deswegen, also Corona war für mich persönlich, war es natürlich jetzt sehr, sehr förderlich, weil nicht so viel laufen muss. Aber ich fand das natürlich scheiße, in so einem Jahr nicht hier zu sein. Ja, das ganze Team hier alleine zu lassen. Also die haben das im Übrigen großartig gemacht, ja. Also sie brauchen mich nicht wirklich. Ja, also. Lach nicht so. Ich weiß, du bist auch glücklich, wenn ich nicht hier bin. Hast du gesagt? Nee, ich weiß das. Ja, das ist aber auch, ja. Es gibt aber auch Menschen, die mich mögen. Ich weiß, echt? Das kannst du dir kaum vorstellen, nein. Aber es ist so. Ernsthaft? Ja, es ist tatsächlich so. Ach. Ja. Ach. Nein, Spaß. Nein, aber das war leider echt beschissen. Ja, also das und Corona. Ja. Also die Kombination im Endeffekt. Ja. Okay. Also ja. Der Corona-Bedingte. Ja, aber wie gesagt, also dafür lernt man sehr, sehr viel dieses Jahr, alles andere zu schätzen. Ja. Die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die Freunde, die Familie, also finde ich schon gut. Und Highlight, kannst du da was sagen? Oder einfach, dass wir alle noch leben? Also leider nicht alle. Es gab kein Highlight, also nicht wirklich ein Highlight dieses Jahr. Ja. Also
das einzige Highlight, was wir alle hatten, war unsere Weinreise. Ah, okay. Ja. Die war wirklich großartig. Wir hatten super viel Spaß. Ja, Slowenien ist auch echt ein Land zum Bereisen. Alle ausnahmslos haben gesagt, da müssen wir nochmal hin. Ja. Okay. Tolles Land. Wirklich tolles Land. Okay. Du hast aber auch alles, ne? Du hast Berge, du hast Meer, du hast tolle Weine, du hast ein unglaublich gutes Essen. Mhm. Ja. Habe ich keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Gar keine. Da musst du, warst du auch noch nie da? Nee. Ich wollte es ja eigentlich nach Ungarn, sollte ich eigentlich, aber es ist mit 100 anderen Reisen irgendwie flach gefallen. Natürlich, aber ja. Slowenien finde ich noch einen Ticken schöner oder spannender als Ungarn. War ich auch nicht, deswegen. Ja. Obwohl Ungarn habe ich auch nicht wirklich viel gesehen. Budapest, wunderschöne Stadt. Ja. Aber nicht viel gehört. Von Ungarn gesehen, aber okay. Slowenien ist ein unglaublich schönes Land. Klein und niedlich Klein und schön. Klein, aber fein. Ja, toll. Cool. Toll. Aber krass, überleg mal, das ist ein Highlight. Ja, viel mehr gab es dann vielleicht. Also, nee. Normalerweise sagst du, okay, da waren wir im Urlaub, dann waren wir da im Urlaub, dann war da irgendwie eine Weinreise, dann war das oder dann war irgendwie hier ein Fest oder dann was auch immer, ob da Prowein, Prowein ja auch wieder abgesagt jetzt, natürlich. Einziger Weg natürlich. Ganz schlimm. Da geht auch zum zweiten Mal hintereinander jetzt echt auch bei mir viel Geld flöten, für euch natürlich auch, weil da kommen ja auch Leute aus aller Welt hier saufen, ganz doof gesagt. Ja, das ist auch so. Also Prowein ist natürlich der Monat, wo richtig eigentlich Cash gemacht wird, ja. Den meisten Umsatz im Jahr machen. Same. Also das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das zweite Mal hintereinander jetzt, dass da sehr, sehr viel nicht stattfindet. Das ist echt hart. Ja, absolut. Tja, so, ich habe jetzt noch einen Schluck. Wir stoßen jetzt noch einmal an. Liebe Dorina, es war mir ein Fest, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit Ihnen hier sitzen zu dürfen. Lieber Björn, mir auch. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so... Das war doch aus dem FF, das war doch à la Bonheur. Das ist. Kann ich so ohne Schnitt, ohne irgendwas, geht das direkt online? Das ist, als ob, also, dass wir das. Als ob wir das seit Jahren machen. Können wir eigentlich jetzt einmal im Monat können wir eine kleine Recap-Folge des Monats rausknallen? Einfach, sollen wir? Oh Gott, nee, so viel habe ich nicht zu erzählen. Och. Wirklich nicht. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Wir stoßen nochmal an. So, X oder A? Nein, das tun wir natürlich nicht. Nee, wir trinken ja stilvoll. Wir genießen ja auch keine, vor allen Dingen. Wir sind ja auch keine Wirkungstrinker. Lachst du? Nicht immer. Nein, das aber der entwickelt sich. Ich glaube, wenn die Hälfte drin gewesen wäre noch jetzt in der Flasche, morgen wäre der, glaube ich, noch ein Ticken geiler. Ja, also der Wein braucht Zeit. Ja, ich hätte ihn vielleicht auch dekantieren müssen, aber ich wollte das nicht machen, weil mit dem Dekanter hier zu stehen und einzuschenken ist, ich wollte jetzt nicht irgendwie deinen Laptop hier versauen. Schön. Ja, großartiger Wein, großartig. Damit schließen wir. Ihr Lieben, es ist wieder soweit, es geht demnächst weiter. Vor Karneval, sage ich schon. Vor Silvester natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber dann, die Meral ist in der Pipeline. Die sitzt hier quasi gegenüber mit ihrem Atelier. Eine aktuell sehr, sehr, sehr eine gute Freundin von dir. Ja. Und wir treffen uns ja auch. Ach, das wusste ich gar nicht. Gefühlt drei, vier Mal in der Woche treffen wir uns hier irgendwie am Tresen auf dem Kaffee. Ja. So gefühlt. Wenn geöffnet, muss ich dazu sagen. Ja, klar. Oder auf dem Wein. Genau, die Meral ist in der Pipeline, der Florian, der Falco von Just Spices, Gründer, CEO und ein geiler Typ. Und deswegen, es geht weiter. Ich bitte zu entschuldigen, dass wir jetzt eine Pause hatten, aber wie alle anderen schiebe ich das auch auf Corona jetzt mal. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen sehr, sehr schönen, gesunden Übergang. Bleibt alle gesund, macht keinen Scheiß, tragt eure Masken und was noch so dazu gehört. Trinkt leckere Weine, esst gutes Essen. Ja, bin ich auch dafür. Gebt bitte das Geld, was ihr alle nicht im Internet für Shoppen ausgeben, gebt es bitte bei lokalen Händlern für Essen und Trinken aus. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Ja. Und dann wünsche ich euch was. Wenn ihr Spaß hattet, dann gerne bei Spotify und bei Apple Podcasts auf Folgen oder Abonnieren klicken. Und wir hören uns bald wieder. Ihr Lieben, macht's gut. Einen schönen Resttag. Bleibt sauber. Ciao. Frohe Weihnachten.